Okidoki, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich heute mein Versprechen einlösen kann und ich es tatsächlich bis zur großen Sauna schaffe. Tower Outskirts. Ich habe 23 Leben. Und die denn her? Durch Tode. Okay. Kein Full Jump. Hier hingegen schon. Wie mich diese Plattform fast jedes Mal drankriegen. Weil ich davon ausgehe, dass die halt im Kreis gehen, ne? Wie Vanilla. Und dann halten die plötzlich an. Help. Ach, das ist eine, die sich im Kreis dreht. Zwei Regraps hintereinander. Moment, die Plattform. Oh. Heppa. Schlangenblöcke. Wer liebt sie nicht? Guck mal, das war eine sehr gute Indikator-Coin. Okay, das war ein richtig nices Hindernis. Das war ziemlich tough, aber man konnte es trotzdem gut lesen. Sowas mag ich. Komm ich da direkt hin? Ich glaube, ich komme da direkt hin. Ja, das ist Unsinn, was ich hier mache. Manchmal unterschätze ich Marios Fähigkeiten doch zu sehr. Dang it. Diese Infrarotsaunen machen mir Angst. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Das ist wohl kein Spinjump. Okay. No. Kommt die nochmal wieder? Danke. Ach nee. Ich hätte voraus sein müssen. Aber den Kaiserblock brauche ich. Sonst komme ich von der Höhe da nicht hin. Oder die Säge ist nur ein roter Hering und ich benutze die gar nicht an der Stelle. Ja, machen wir es doch einfach so. Jetzt brauche ich sie. Und sogar nochmal. Oh! Da kommt was. Ist das eine, die fällt? Ja. Wow. Hätte ich irgendwas mitbringen können? Oder so. Das war wahrscheinlich auch gedacht. Ey. Den kenne ich überhaupt nicht. Wer ist das? Orca? Gut, den Namen kenne ich, aber ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. He's a good dude. Scheint wohl nicht mehr so oft zu streamen. Und ich komme wieder hier raus. Wie inconvenient. Oh, ist das Level etwa noch nicht zu Ende? Doch. Leckere rote und blaue Zuckerstangen. Das war ein richtig schönes Level. Ich hatte irgendwie mit dem Anfang immer ein kleines Stolpern. Und dann, wenn man einmal im Flow drin war, hat es wunderbar funktioniert. Tapestry Tower. Obwohl das jetzt fast schon zu schnell ging. Wie viele Level habe ich noch? Nach dem müsste es eigentlich noch eins geben. War das ein Eingang, ja? Okay. Cool. Dann schauen wir mal rein. Ah, jetzt yes, die Musik bleibt. Ein magischer Orb. Orb. Liegt an der Spitze dieses Turms. Wenn du ihn berührst, wirst du dorthin teleportiert, was deine Seele am meisten wünscht. Also die Sauna. Ich glaube, Mario wünscht sich zu diesem Zeitpunkt am meisten die Sauna. Moment, das ist... Ist das jetzt ein Screenwrap? Ja, schon. Links, rechts, komme ich wieder raus. Davon gehe ich heutzutage immer automatisch aus. Swampenboy. Die mag ich brutal, die Level. Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich schon verkackt, oder? Nein! Obwohl, letztes Mal war es gar nicht so schlecht, ne? Das ist eigentlich... Ja. Wow.
Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, dass ich das absichtlich mache. Throwing for content. Nee, Spin Jam. Ich retz einfach trotzdem noch. Bin so gut. Nein, da geht's nirgendwo mehr hin. Den kann ich ja wohl unmöglich einholen. Also. Muss ich auch gar nicht. Zu langsam? Zu langsam. Kein Chill erlaubt. Aber das ist so weit, ne? Und dann soll ich nochmal den ganzen Bogen auf die andere Seite machen? Das kann ich hier am Anfang ein bisschen verzögern. Ja! Ah, ich dachte, er wird auf mich runterfallen. Aber bisher war, glaube ich, kein einziger Freund, der sich so natürlich verhält. Danke für die Nicht-Unterstützung. Holy Macaroni. Nein! Zu viele Informationen, das kann ich nicht verarbeiten. Da wäre vielleicht ein zweiter Sprung eher angebracht. Wie trollig der da einfach umdreht. Check ich nicht, dass ich so viel Zeit habe von diesen Plattformen. Weil die einen sehr langsamen Start-up haben, bis sie mal Geschwindigkeit aufbauen und fallen. Nice, ein Stein! Und wider geht's? Wild. Das hat ja fast schon was von Invictus. Okay, zweimal hier. Ich glaube, das soll mir die Münzen anzeigen. Oder einfach, dass ich eine große Trefferfläche habe. Nein, zweimal ist gut. Nur dann muss ich schneller sein. Damit nur einmal wäre ich zu schnell. Hi, so schnell sieht man sich wieder. Irgendwas sind die. Yeah. Jetzt die spawnt er mir, oder? Ja. Okay, hier noch rüber. Dann sowas in der Art, nur dass ich nicht in den Stacheln lande. Dude! Wieso bin ich so schlecht darin, das abzuschätzen? Jedes Mal. Aha. Ho! Das ist nicht nur eine. Yippie! Oh nein, kann man hier auch einfach durchrennen? Das ist gar nicht nötig. Was habe ich geschafft? Gar nicht mal so viel. Guck mal, der Spiny bleibt da drüben stehen. Was hat denn der für ein Hindernis, dass der da... Wahrscheinlich ist da genau in dem Spot, den man nicht einsehen kann, so ein Sprite-Aufhalter. Genau, so nennt man die. So werden die in professionellen Kreisen genannt. Ist ein bisschen awkward hier, der Anfang. Ach, ich soll direkt da hoch. Und wieder zurück. Ah. Was? Harrison Ford? Seit wann spielt der SMW? Das ist ein Castle, oder? Gibt's hier... Sind Tapestries Süßigkeiten? Das ist bestimmt ein Insider, den ich nicht verstehe. Vielleicht ist das Zitat aus einem seiner Filme. Dich vielleicht noch, oder? Mach einfach mal alles kaputt. Na gut, wenn ich vom Cooper da hoch käme, dann wird's vom Panzer auch funktionieren. Aber ich will halt alles zerstören, man kennt mich. So. Boah, das ist wild. Hier fliegen einfach nur so ein paar Sachen rum. Zu spät. Zu spät realisiert. Oh! Ich hab nicht vertraut, aber wie soll ich auch, ne? Einem Kicking Cooper zu vertrauen, ist für mich so ziemlich das Unmöglichste. Das kann man nicht von mir verlangen. Ich bin hängen geblieben.
Sweet. Ah. Warte, wo ist da denn der Durchgang? Oh. Na danke, das ist die Belohnung. Stacheln in den Hintern. Oh. Wieso dauert das denn immer so lange, bis man auf der anderen Seite wieder rauskommt? Irgendwas stimmt da doch nicht. Ist auch immer wieder schwierig einzuschätzen, wie weit und wie hoch man dann springt. Meine Augäpfel können irgendwie nicht so schnell auf die andere Seite wechseln. Das ist das Alter. Ja, come on. Ist das Mario Maker Spike Hitboxen oder was? Als ob! Ich brauch den gar nicht mehr. Ich könnte den als Abkürzung benutzen, aber wahrscheinlich bringt's nicht viel. Siehst du, ich denke immer, ich würde viel weiter durchspringen, aber ich tu's nicht. Ich geh mal direkt weiter. Ja. Guter Troll. Hat er sich ja ziemlich zurückgehalten, aber umso mehr wirkt es, wenn dann doch mal einer da ist. Ich mag diese kleine Zwischenplattform da, die graue, weil man sich da nochmal vom Timing her zurechtrütteln kann, falls es nicht hundertprozentig miep passen sollte. Oh oh. Warte, ich hätte aussteigen müssen. Ich könnte immer noch aussteigen. Ist das unendlich? Kann nicht sein. Oder das war das Secret. Hi. Wenn ich jetzt runterspringe, sterbe ich, oder? Weil es nicht zurückscrollt. Mach mal kurz einen Safe State für den Fall, dass ich nicht mehr zurückkomme und das hier nicht das Secret ist. Es ist nicht das Secret. Dann will ich da noch kurz hin. Ich habe das Gefühl, so wenig Secrets gefunden zu haben. Dann will ich wenigstens das noch mitnehmen. Bleh. Tschüssi! Obwohl, das sieht ja auch so aus, als würde ich oben rauskommen. Warte! Oder hat das Level einfach zwei Exits? Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal hier. Hey! Hier geblieben. Oh. Ich habe ihn ja schon fast. Moment, wenn ich ihn jetzt nicht... Achso, dann wäre ich einfach in die Lava geladen. Ich kann den hier ja nicht einfach einsammeln. Nehme ich mal an. Es gibt ja auch den Orb, bei dem man einfach stehen bleibt. Aber das ist, glaube ich, nur im vertikalen Level. Und den horizontalen latscht man einfach in den Tod. Weil Mario es nicht... Mario es nicht lassen kann. Wo springt? Ach, da komme ich von oben nochmal. Jetzt lässt er aber nochmal richtiges Feuerwerk los. Keine Ahnung, was ich hier mache. Bitteschön. Bin zu blöd, ne? Man muss da in den Abgrund rennen und ich sträube mich so dagegen, in den Abgrund zu rennen. Boah, das war knapp. Ist überhaupt alles sehr knapp. Ich hab kein... Was mache ich hier? Die Plattform. Was? Wieso bin ich auf einmal da unten? LOL. Das ist genial. Das ist mein Lieblingsmove. Mann, das Gesicht. Ach, wieso check ich das nicht, ne? Das sind ja auch die Plattform vorhin auch. Das bin auch ich.
und dann fällt sie von oben wieder runter. Genauso wie mit dem Koopa jetzt. Okay. Gut, dass der andere mir nicht auf den Kopf gefallen ist. Hol ich den jetzt überhaupt nochmal ein? Ja, langsam aber sicher. Wenn jetzt ein Abgrund ist, lache ich mich schlapp. Nein? Okay. Aber vielleicht hätte man noch weiter rennen können und dann... Moment, was? Oh, dann gibt es wahrscheinlich echt noch einen Secret Exit. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Ich bin auf dem Weg zur Sauna. Basierend auf Super Mario World. Mann, was würden wir machen, wenn das Spiel niemals existiert hätte? Inspiration. Was kommt da angeschwommen? Moment, das ist doch die Musik. Ist das nicht die Musik? Zeit, sich zum Affen zu machen. Moment, ist schon vorbei? Nein. So. Wofür waren die jetzt aufgelistet? Ich hab's nicht gesehen. Dank meiner schicken Sonnenbrille. Graphics. Ja, das ist so ein Low-Intermediate-Hack von der Schwierigkeit, würde ich ihn jetzt mal einordnen. Vielleicht auch noch High-Beginner? Auf jeden Fall nicht wirklich zu tough. Kann man sich mal geben. Für zwischendurch. Und letztendlich ist es ja auch nicht die Schwierigkeit, die einen Hack gut macht, oder nicht? Ja, mit Lunar Magic zu arbeiten, das erfordert einiges an Geduld. Das funktioniert nicht so leicht wie mit Mario Maker. Aber dafür hat man halt auch viel mehr Möglichkeiten, wenn man es kann. Finally, Mario can enjoy a proper sauna. Thanks for playing. Kann ich den Wassereimer hier nehmen? Ich hätte ihn jetzt so gern hier reingeschmissen. Für extra Löli. Oh, das bringt mich echt um. Ich würde ja gern chillen, aber mich interessiert zu sehr, was die andere Röhre noch gewesen wäre. Bonus-Stuff, more exits. Was, no more exits? Weg mit dem Quatsch. Title Screen Level. Ach nein. Hard Mode, don't get wet. The original Level 1. Hier gibt's noch Bonus-Content. Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Replay Tapestry Tower. Er hat an alles gedacht. Und hier kann man sich sogar alle Porträts angucken, wenn man welche verpasst hat. Nice. Okay, dann machen wir das zuerst. Da hat einer mitgedacht. Na gut, ich muss nochmal ganz von vorne anfangen, aber... Egal. Okidoki. Achso, ich muss ja nur bis oben mitfahren, ne? Ich muss gar nichts machen. Help! Keine Ahnung, was der Mole da soll. So, was gibt's denn hier noch für eine böse Überraschung? Lava. Ach, das ist doch ein Secret-Raum. Sah halt nicht so aus, ne? Grand Pooh Bear in the house. Ja, meine auch. Ich glaube, damals Dram World 2 war es aber, glaube ich. Das war einer der ersten Kaizo-Streams, die ich geguckt habe bei Pooh. Na, Gott sei Dank funktioniert die Röhre noch. Und jetzt bin ich wieder hier. Könnte ich das Level jetzt auch verlassen und dann wieder in diesen Bonusbereich kommen? Ich probiere es mal schnell. Ob man das von der Oberwelt aus machen kann. Ja, das ist sie. Mario's Sauna. Quality of Life. Was machen wir denn als nächstes? Das originale Level 1? Was war denn hier hinten noch? Credits again? Okay, nur das. Da oben hat's Münzen. Ja, machen wir das. Gucken wir uns das mal an. Was für ein Level hat er verworfen? Manchmal muss es sein, ne? Man baut ein Level und denkt sich, vielleicht war das nur die Übung. Mach lieber was anderes.
Fast jeder Sprung ist ein Full Jump in dieser Section und viel Stalling. Vielleicht hat er es ja deswegen verworfen. Wer will schon Stalling? Obwohl das auch ganz unterhaltsam sein kann manchmal. Yikes! Nee. Ich mag das Level allerdings vom optischen her. Sieht hübsch aus, dieser Hintergrund. Wo willst du denn hin, Mann? Der hat das gesehen, der war so weit voraus. Ach, Stalling. Ja, jetzt fällt es dann so langsam echt auf, ne? Hallo, schießt das Ding heute noch? Nein. Stalling Masterclass. Ich mach das lieber so rum, oder? Weil die Plattform, die kann ich ja eh nicht bestimmen, wann die wiederkommt. Ha. Nicht mal hier hat er sich getraut. Manu. Exit? Nee, wir gucken mal. Es sei denn, er hat das Level nicht fertig gebaut. Kann natürlich auch sein. Das wäre der Witz. Okay. Ja, sowas ist zum Beispiel nice, ne? Da verzeih ich das Stalling. Ach, das Level ist eigentlich wirklich cool. Na, wahrscheinlich hoppla. Wahrscheinlich hat das deswegen als Bonus noch hinzugefügt. Nice! Weil's cool ist. Geschafft! Aber das Title-Screen-Level sieht ehrlich gesagt ziemlich fies aus. Das sieht ganz schön hart aus. Hatte ich so den... Wow. Wow. Aber es ist keiner, an dem man sterben kann. Es sei denn, man fliegt direkt in den Cooper. Da ist das gar kein Kaiser-Level? Naja, so im Prinzip ein bisschen. Es ist ein Kaiser-Level, wenn man nicht nass werden will, wie er geschrieben hat. Ich bin unfassbar, ne? Was RNG angeht, ist... Vielleicht ist das ja auch ein Secret. Macht eher nicht den Anschein. Das hat nicht getroffen. Ich bin maßlos enttäuscht. Was? Ich hab so Schiss, ey. Ich hab so Schiss. So. Auf den brauche ich nicht mehr. Eigentlich kann man den nie brauchen. Hat er hier alle Kaiserblöcke verbaut, die man im Spiel vermisst hat? Ruhe auf den billigen Plätzen. Joink! So geht's natürlich auch. Ist irgendwie merkwürdig, dass man die Plattform gar nicht mehr... Jetzt bin ich... Nein! Was ist das denn? Ist das überhaupt das Ding hier? Title Screen Level? Ich erinnere mich gar nicht. Es sah doch ganz anders aus. Puh. Kommen wir hier rein? Naja. Oben ist wirklich nichts. Manu. Jetzt habe ich es wieder verschnarcht, da durchzugehen. Naja, funktioniert trotzdem. Wie soll man denn hier nicht nass werden? Ist ein bisschen viel verlangt. Ach so, die Kugel. Ja gut. Die kam halt nicht. Willst du mich unterstützen? Hä? Wo ist der denn jetzt abgeprallt? Ist da was Unsichtbares? Oho! Nice. Ich will doch mehr. Warum existiert hier ein riesiger Bereich? Oh oh. Ich bin ins Habitat des Pufferfischs eingedrungen. No! Und das Ding hat keinen Checkpoint. Okay. Nehme ich halt die. Guck mal, auch wenn man hier nicht ins Wasser fallen will, muss man den Pufferfisch nehmen. Wer will das denn? Will ich den hier... Ich will ihn eigentlich gar nicht killen, weil ich brauche ihn später noch.
Aber den Panzer als... Den Panzer als Schutzschild, auf den sollte ich mich vielleicht nicht zu sehr verlassen. Heppa! Wie einfach da stand. Halleluja, was ist mit diesen Fischen los, du? Ich glaube, ich schaff's heute nicht mehr dahinter. Wieso ist eigentlich die Münzenreihe so platziert, dass man die niemals einsammeln kann? Das ist doch total uncool. Jetzt ist er da in den Sprite-Killer reingeschwommen. Ist das unfassbar, oder? Und der Chuck interessiert sich diesmal über... überhaupt nicht für mich. Es macht noch Laune, das so zu spielen. Ich hüpf jetzt hier trotzdem ins Wasser. Weil ich es hier sowieso muss. Spielt also alles überhaupt keine Rolle. Da hinten ist wahrscheinlich sowieso nichts. Außer der Chuck. Nein! Lass mich. Meine Güte. Da krieg ich wenigstens noch eine Bonus-Message. Hast du alle Porträts gefunden? 11? Nee, ich glaube, davon bin ich weit entfernt. Was habe ich gefunden? 4? Ich glaube, 4. Na, dann gucken wir doch mal an, was wir noch alles ausgelassen haben. Wo waren das jetzt? Hier. Porträts. Den habe ich schon mal nicht. Wahrscheinlich kenne ich die Hälfte davon nicht. Das ist Slopcore? Das ist aber ein komisches Bild. Oder das muss uralt sein. Holy, ja, jetzt erkenne ich's. Die Gesichtszüge, aber... Hat der eine Mütze auf? Der sieht heute anders aus. He suffered so you could suffer less. Ist das sowas wie der SMW Jesus? Tester. Ja, Tester haben ein schwieriges Leben. Mhm. Third Wall. Ich stelle gerade fest, dass ich sehr viele nur vom Namen her kenne. Und nicht vom Aussehen her. Den kann man nicht erreichen, oder? Kann ich den anderweitig reinspawnen? Achso, man kann gar nicht scrollen. Ja, da war er kurz. Ich glaube, er ist wieder despawned. Hallo? Mushroom. Wo geht's denn dann weiter hier? Tatsache, beim dritten Mal. Ah, Laser. Den erkenne ich. Den erkennt man sofort mit seinem orangenen Headband. Den habe ich. Hilfe. Ich schaff's nicht mal hier. Ich könnte niemals den Grand Pooh World Bowser besiegen. Vermutlich. Naja. Irgendwann. Jazzy! Ups. Diese vorteilhaften Bilder, die er hier zusammengetragen hat, ne? Tofu? Ich habe mir den Namen gemerkt. Na, hier noch. Das war Orca, ne? Warum bin ich da nie dabei? Außer in Vanilla Shakedown. Was ihn zu einem der besten Hacks dieses Jahrzehnts macht. Okidoki. Puber der Letzte? Wie er auf uns niederguckt. Ja. Sehr nice. Das war mal ein schöner Abschluss, oder? So eine Bonus-Area am Ende. Und jetzt kann ich tatsächlich in der Sauna verweilen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und als nächstes gibt es dann Liquid Metal. Das ist wieder ein bisschen schwieriger als dieser Hack. Ich bin gespannt, wie ich mich anstelle. Dämlich wie immer wahrscheinlich. Bis dann. Ciao. We'll be right back.